Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, das Video mit Schmuckele. Ich grüße dich. Guten Tag, lieber Schmocki. Mach dich mal ready, Dicker. Jo. Und dann, meine Freunde, können wir auch direkt schon loslegen, denn ich habe letztens ein Video mit Tobi hochgeladen. Der ist momentan leider nicht erreichbar. Deshalb habe ich gedacht, versuch das mit Schmocki auch mal. Das Battle-Format, meine Freunde. Und zwar werden wir gleich gemeinsam einen wunderschönen, riesigen Panzer bauen und dann uns aus dem Panzer heraus mit ein paar geilen Waffen beschießen und gegenseitig den Gar ausmachen. Ja, ich bin auf jeden Fall mal hyped und gespannt, ob Schmocki sich die grüne P90 direkt zieht. Natürlich zieht er sie sich. Oh, ja, komm, Digga, komm, Alter, hier. Bam, ein Headshot, zwei Headshots, bist du down, machst du gar nichts. So. Ich würde fast schon an Laserlinks gehen, denn da sind schöne große Grünflächen, Dicker, wo wir unser Panzer wunderbar gegenüber hinstellen können, ja? Schmöckerle, bist du bereit, einen richtig fetten Kampfpanzer mit mir zu errichten? So richtig geil. Ich bin bereit, Mal schauen, wie er im Endeffekt aussieht, aber... Ja, ich glaube, du kriegst das ganz gut hin, Digga. Du bist auf jeden Fall jemand, der Begabungen in verschiedensten Bereichen hat und ich glaube, dass ein Panzer auf jeden Fall auch hundertprozentig zu deinen Begabungen dazu zählt. Glaubst du, ja? Es ist so geistkrank warm. Vergesst auf jeden Fall nicht zu Hause genug zu trinken, Leute, bei so einem Wetter. Sonst dehydriert ihr mir noch und das wollen wir ja nicht, ne? Also, cheers. War übrigens kein Placement, ich muss das nochmal hier erwähnen. Schmocki, am besten farmst du hinten auch mal ein bisschen Stahl, denn ein Panzer besteht meistens aus Stahl. Das ist schon meine Stahlquelle, Schatzi. Wow. Ja, es tut mir leid, aber was soll ich machen, ne? Also, irgendwo muss man ja auch gucken, wo man bleibt, ja? Muss man Prioritäten setzen, ja, versteht es? Da muss man auf jeden Fall. In die Copacabana. Oh. Ich tanze für dich wie eine Diva. Die Nächte vergisst du nie wieder. Alter, das wird auf jeden Fall ein Grossi-Panzi. So viel kann ich dir auf jeden Fall versprechen, Schatzi. Dieser Panzi wird ziemlich Grossi und geili. Ja, meiner wird, glaube ich, nicht so geili. Ah, deiner wird auch geili. Ich glaube, du kriegst das ganz geili hin. Ihr könnt natürlich auch später gerne wieder in die Kommentare schreiben, meine Freunde, wer eurer Meinung nach den besseren Panzer gebaut hat. Und ich weiß nicht, Extrapunkte gibt es dafür zwar nicht, aber ich glaube, das ist ja trotzdem noch irgendwie ein fester Bestandteil dieses Formats. Von daher machen wir das trotzdem gerne. Ich packe hier mal ein paar Fenster rein, damit man da auch rausschießen kann, ne? Am besten baust du den Panzer hier, also in die Richtung. Guck mal da, wo ich jetzt gerade hinwerfe. Da so. Da, wo der Baum ist. Bist du denn sonst gut drauf, Alter? Wie setzt jedem das Wetter zu? Macht das Wetter dir Spaß oder? Mach mich fertig. Ich nicht, oder was? Nee, mir macht es einfach nur Spaß. Und wie, der Panzer soll seitlich stehen oder nach vorne? Das kannst du auch selber entscheiden. Also ich meine, guck mal hier, meiner steht jetzt ja quasi so seitlich, ne? Ja, deshalb mache ich meinen jetzt nach vorne. Alter, das heißt, dein Panzer greift mich instant an, weil wir können die auch so nebeneinander stellen eigentlich. Guck mal. So, guck mal hier. Quasi ist das eine Kette meines Panzers, ja? Und dann kommt hier quasi in die Mitte, ja? Jetzt kommt hier quasi das Verbindungsstück hin. Das heißt, hier ist quasi dann schon der eigentliche Panzer. Weißt du? Yes. Quasi so die Kette hier und dazwischen kommt dann der eigentliche geile Panzer. Und mein Panzer schießt quasi hier in diese Richtung. Also sprich, der ist... Mein Rohr ist nach da. Also mein Rohr zeigt auf jeden Fall auf dich. Mein Rohr zeigt auf... Oh, Schmocki. Oh, das gefällt mir. An der Stelle auf jeden Fall ein fettes Geilomatico in den Chat, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Hast du schon mal einen Panzer im echten Leben gesehen, Dicker? Ja, habe ich. Echt jetzt? Ja, ich habe eine Wanne im Kibbutz in Israel und da... Habe ich welche gesehen? Ui, ich habe noch nie einen Panzer gesehen, Alter. Wirklich nicht. Ich würde kein guter Panzerfahrer sein. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, Leute. So, ich hoffe mal, Leute, ihr kommt wieder, wie gesagt, damit klar, dass wir jetzt zwischendurch die ganze Zeit Timelapse und Gelaber hin und her geschnitten haben. Aber das sollte ja eigentlich für euch geübte Zuschauer schon passen an der Stelle. Ich bin ehrlich mit dir, ich bin mit meinem Panzer sehr zufrieden, wa? Ja, ich noch nicht ganz, aber... Mit meinem jetzt, oder wie? Nee, mit deinem bin ich wahrscheinlich sehr zufrieden, so wie ich dich kenne. Ja, Alter, ist ja ein Mordsgerät hier, Dicker. Hast du noch Metall? 300 nur noch. Brauchst du das? Bist du mir so 50? Kann ich gerne mehr geben, Diggi, weil ich selber nichts mehr brauche. Nimm mir das Metal, Diggi. Was hast du für einen Panzer gebaut? Ein Geilo-Panzi halt, ne? Absolutes Monstrum. Der wird auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Auch als Hideout, weißt du, für das aufkommende Battle. Kann man den, glaube ich, echt gut benutzen. Ich würde sagen, mein Panzer ist ready to slurp, Alter. Ich würde sagen, wir fahren mal ganz kurz hier ein bisschen rum, suchen uns die Waffen zusammen, die wir brauchen. Am besten irgendwie eine Sniper für uns beide. Das wäre jetzt erstmal das Wichtigste. Dann machen wir ein kleines Sniper-Duell, mein Freund. Senorita, meine Adriana Lima. Lima. Du schmeckst so wie Shisha. Treffen uns auf Moloko und Shisha. Oh, guck mal hier, Leute. Ein Lama und zwei Loot-Drops nebeneinander. Und ein Jump-Pad. Ja, strong in this one, Alter. Sehr schön. Guck mal, trotzdem, was ein Loot-Drops hier drin ist. Oh, da freut der Papa sich aber. So, ich hab alles, Schätzelein. Hast du nur Sniper? Willst du für Waffen? Ich hab keine. Du willst nur Sniper, oder? Ich hab eine blaue, normale Scoped-Sniper. Also eine ganz normale Popel-Sniper. Mit der wir, glaube ich, erstmal ganz gut arbeiten können. Oh, aua, Dann machen wir Scope da erst Sniper und später dann natürlich dann noch der Implosionstest, Alter. Da müssen wir natürlich gucken, passt das mit dem Granatenwerfer und so weiter und so fort auch. Was hält der Panzer überhaupt aus, ne, Schmocki? Mhm. Auch wenn es wehtut, da muss so ein Panzer nur mal durch, ne? So, Leute, jetzt gucken wir uns das Ding mal von oben an hier. Boah, Leute, schaut euch diese geilen Panzer an. Schaut sie euch bitte an, ja? Das ist auf jeden Fall lecker, Schmecker. Ich glaube, da haben wir auch schon den wunderschönen Thumbnail gefunden, Leute. Du hast so einen kleinen Leoparden, ich habe so einen bösen Tiger, weißt du, was ich meine? So, Schmocki, are you ready to... Du hast eine Katze, du hast einen Tiger. Ready to slurp, Digga? Ja, ich bin richtig ready to slurp. Also mein Panzer
Panzer wird von deinem Panzer an der Stelle auf jeden Fall massakriert. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Lol. Aber wie viele Fans sind die aufgebaut? Ich habe ja auch hier schön Speed Travel im Panzer drin. Das ist natürlich auch interessant. Ja, okay, dann los, oder wie? Ja, gerne. Let's go. Okay, let's auf go. Geht's, Digga. Ich weiß gar nicht, wo du mich abgeschossen hast. Ja. Tu nicht so, mein Freund. Tu nicht so. Wo komme ich als nächstes raus, Schmocki? Der widerlich, Dinger. Das hat A und O bei dem Panzer, weißt du? Es muss immer alles zugänglich sein, sag ich mal. Oh Junge, wo hängst du denn gerade? Hier kann ich aber auch nicht gerade sehen, Alter. Ja, ich bin im Panzer. Aber wo im Panzer? Wo bist du denn? Ich bin auf dem Panzer. Du bist auf dem Panzer oder im Panzer? Ja, das sage ich jetzt nicht. Okay, vielleicht bin ich jetzt wieder im Panzer. Ich sehe dich ja nicht, Schmocki. Das ist das Problem. Ich sehe dich ja einfach nicht. Da quietscht irgendwas, Schmocki. Ja. Was hat da gequietscht? Ich kann es nicht aufmachen, weil ich das Team gewechselt bin. Dann hatte ich so einen Weg gebaut, dass ich da auch biegen kann, aber. Ja, musst du einfach umbauen. Wo bist du, Digga? Wo bist du? Boah, ekelhaft, Alter. Richtig eklig. Vor allem, ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht, Digga. Nerventitzelel. Ich hab ja wirklich gar keine Ahnung, wo du gerade bist. Warst du gerade unten? Ja. Bei diesen zwei Fenstern? Ja. Boah. Oh, der böse Hit, Alter. Der böse Hit. War das ein Headshot? Nee, ne? Schulter wahrscheinlich, ja, Schulter. Das Ding ist halt, ich hab mir wieder keine Ahnung, wo du bist, Alter. Ich hab auf jeden Fall Position gewechselt, so viel kann ich dir sagen. Boah, der Hit, Alter. Da gibt er mir den 100. Digga, ich hab ihn aufbekommen, okay. Ich hab ihn aufbekommen, keine Sorge, Alter. Digga, Der Nervenkitzel, Digga. Das heißt, nächster Shot ist tot, oder was? Nächster Shot wird es bei uns beiden tot sein, ja. Frage ist halt, hast du mich jetzt gesehen oder nicht? Gott, Alter. Wie so eine Rattenjagd hier, weißt du? Oh, Junge, wenn du wüsstest. Ich hab gerade abgedrückt, Digga. Der hat ein Mouse-Delay, Junge. Oh mein Gott. Ich war so drauf, Digga. Und hab direkt abgedrückt, aber... So spannend, Mann. Okay. Die Sphinx, ein Vater in mein Gesicht, ja, Alter. Du hast jetzt 95 Leben, oder? Ja, 90. Okay. Ah, Junge, ich wäre auch drauf gewesen. Wenn du spannend. Nicht getroffen hättest, hätte mein Schuss connected, Digga. Krankes Battle auf jeden Fall. Glück hab ich nicht daneben geschossen. Ich würde sagen, Digga. Alter. Runde 2, Sculptor Air, oder? Okay. Auf geht's, Junge. Eieieiei. Aua. Warte, soll ich nochmal anhitten? Töte mich einfach. Oh nein, mein Aim. Aua! Aufhören! Nicht auf meinen Panzer schießen, Alter! Da bist du. Oh, hä? Oh nein. Oh, wie du immer verschiebst, so richtig ekelhaft. Hast du gerade meinen Kopf gesehen? Nee. Oh, gut. Da sieht man nur deine Beine, wenn du unten kommst. Aber da bist du, da bist du. An welchem Fenster bin ich jetzt? Aus einem Moment weggeguckt, an welchem Fenster. Das ist die Frage, Digga. Und da rechts hast du noch ein Fenster. Oh mein Gott. Der Headshot, Alter. Der Headshot, Junge. Egal, ich hab's nicht. Hast du mich gar nicht gesehen? Nein. Oh, Diggi. Wie viel Leben hast du noch? 30. Belasto. Belasto sein Fadi. Oh, Alter, hast du ein Glück, dachte Alter. Ich eigentlich, ich war auf deinem Kopf. Wo bist du? Das ist wie Hide and Seek in Extrem, Alter. Wo hängst du denn jetzt, Alter? Wo bist du? Du hast zwei anders. Spots. Hier wartest du mich nicht. Zwei Spots, wo du immer piekst, Junge. Ich hab 9. Was hast du? Ja. Inhuman Reactions. Oh mein Gott. Wie viel Life hast du noch? Ganz wenig. Digga, auf geht's. Alter, ich bin so nervös, Junge. Das ist so krass. Ja! Ja, Digga! Boom, Junge! Alter! Ich war oben im Rohr drin, ganz geil im Röhrchen. Also, komm mal schnell her zu mir, Digga. Ich zeig dir mal eine kleine Speciality, die mein Panzer hat. Muss dir unbedingt mal angucken, mein Fast-Travel-Portal. Und dann, Digga, geht's ab, Alter. Dann wird sich einfach mit Explosivwaffen zerbombt, Junge. Und wir gucken, welches Ding dann wohl länger steht, okay? Also, steht momentan 1-1. Komm mal runter zu mir, ich bin unten. Closest Match auf jeden Fall, Digga. Also, beide echt gute Hits gegeben, Mann. Ja, hier, hallo! So, komm mal rein hier, Digga. Aber wenn sie jetzt mir folgen, hier in den großen Ballsaal des Panzers. Ja, hier zu der rechten sehen sie erstmal gar nichts. Hier das linke Kettengetriebe, hier das rechte. Und hier vorne haben wir dann tatsächlich dann, wenn man hier runterher sneakt, das Fast-Travel-Portal in den oberen Stock. Ja, man sieht das hier. Willkommen hier. Hallöchen. Oh mein Gott. Geil, oder, Digga? Hast du gesehen, wie schnell man hier oben ist? Deshalb hab ich die ganze Zeit so hin und her geswitcht, Alter. Das ist ja mega krank. Ja. Okay. Erstmal hier schön den Arsch aufwärmen am Feuer. So, hier. Lecker. Ah, lecker, ja.
Hast du eine Exklusivwaffe, Digga? Nee. Dann wäre es vielleicht an der Zeit, dir eine zu besorgen. Ich habe einen Granatwerfer mit 10 Schuss, Digga, einen goldenen. Such dir einfach irgendwas, sonst nehmen die auch Granaten oder sowas. Dann fetzen wir einfach drauf. Es geht gar nicht darum, wer jetzt tatsächlich da zuerst stirbt. Ich glaube, es geht einfach nur darum. Ja, wobei ich würde schon sagen, der Gegner, der zuerst mit Explosivwaffen liegt, der ist dann derjenige, der verloren hat. Okay, wir haben nur 12 Granaten, das wird schwierig. Ich habe nur 10, Alter. Ja, ich habe gar keine, aber ich meine, man kann nur 12 mitnehmen. Ja, warte, sollen wir jetzt einfach vielleicht normale Granaten dazu holen? So zum Werfen einfach die normalen Granaten. Oh, das schmeckt doch alles sehr gut. Also ich bin eigentlich soweit ready to slap, Digga. Ich denke mal, mit dem Setup, was ich hier habe, kann ich mich ganz gut behaupten, oder nicht, Leute? Das reicht. Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wessen Gefährt euch denn besser gefällt an der Stelle hier. Was ihr besser findet. Also mir gefällt sogar deins besser. Och, Schmocki, hör doch auf. Hör doch auf. Ja, da muss man einfach ehrlich sein. Bist du bei dir im Panzer drin? Wann denn, Schmocki? Puh. 15 Sekunden? 15 Sekunden erst, Alter. Ja, dann Mama René. Ja, Mama, hurry, Alter. Hurry, 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 Bro. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, go. Digga, ich war richtig knapp. Oh! Yes! Der Double Grenade Launcher hat zerstört! Oh mein Gott, Digga. Das hat ja gar nicht gehört. Yeah, Digga, Alter, das Ding ist so OP. Okay, Schmocki, das war... Ja, lass weiter schießen ein bisschen. Komm, lass uns einfach noch weiter battlen, okay? Schaut euch das mal an, Leute. Ja! Oh Gott, ich hab keine Raketen mehr. Kompletter Wahnsinn! Zerstört den Panzer! Oh mein Gott, die Raketen fliegen über mich hinweg, Alter, als wär's nichts hier! Ja, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem kleinen, aber feinen Battle gegen den Schmocki. Wenn ihr weitere Episoden mit Tobi, Schmocki oder sonst noch wem sehen wollt, oder mal zu viert eine XXL-Variante, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr das nächste Mal sehen wollt und wessen Panzer dann tatsächlich der schönere gewesen ist. Wir einigen uns hier aufgrund meines OP-Granatwerfers einfach auf ein faires Unentschieden, Digga. Bring mich nämlich jetzt einfach selber um, dann passt das soweit. An der Stelle hier. Nee, du hast Schmocki. Gewonnen. Du nein, hast nein, gewonnen. Nein, nein, nee, nein, 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 nein. So, gewonnen. Hast gewonnen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Abonniert auf jeden Fall den Schmocki zu Tode. Der Boy hat's verdient, ist ganz oben in der Videobeschreibung. Küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.